Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 62 zwischen Erntebrück und Bad Laasfe bei Leimstrut zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 58-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug von Bad Laasfe in Richtung Erntebrück. In einer Linkskurve kam er mit seinem Zweirad auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort gegen das Motorrad eines 45-jährigen Fahrers, der in Richtung Bad Laasfe unterwegs war. Beide Fahrer fuhren in einer Gruppe. Weitere Fahrzeuge waren aber nicht beteiligt. Die beiden Zweiradfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Bundesstraße gesperrt werden.